Der französische Chemiker Louis Pasteur war der Erste, der den biologischen Prozess der Gärung nachweisen konnte. Auch wenn es Generationen gedauert hat, das Rätsel der alkoholischen Gärung zu lösen, ihre berauschende Wirkung ist seit Menschengedenken bekannt. Im heutigen Iran hat man Weingefäße ausgegraben, die auf 4.000 bis 5.000 vor Christus datiert werden. Er beschwingt den Geist und berauscht die Sinne. Götter wurden für ihn geschaffen. Nun füllen Roboter ihn ab. Und manchmal kann er selbst einen Fürsten an den Bettelstab bringen. Nicht schlecht für etwas, das wir schütteln, stampfen und im Keller verstecken. Überliefert ist, dass der Reformer Karl der Große die nach Leder schmeckenden Tierhäute, in welchen der Wein damals aufbewahrt wurde, durch Holzfässer ersetzt hat. Auch Willi Reisinger setzt sich heute mit seinen Schwefelerkenntnissen unermüdlich als Reformer für die Güte des Weins ein. Sulfide werden auch Schwefel, Schwefeldioxid und SO2 genannt und sind vielseitig einsetzbare Schwefelverbindungen. Auch das älteste Frischhalt- und Konservierungsmittel der Welt. Alles, was aus der Natur kommt, ist schnell verderblich und muss geschützt werden. Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch muss entweder gekühlt, gefroren, gekocht, eingemacht oder konserviert werden, um haltbar zu bleiben. Deutsche Weine haben Weltruf erlangt. Aber was mich dabei immer stört, ist, dass weinreisende Persönlichkeiten immer wieder bei Weinverkostungen philosophieren, was alles Positives im Wein erschmecken und feststellen, was alles vorhanden ist und Fruchtnoten, die manchmal gar nicht vorhanden sein können. Aber keiner hat bisher den Mut gehabt, mal den Schwefel zu erwähnen, dem man den alles zu verdanken hat. Ohne Schwefel gibt es keine Weinkultur und keinen Genuss und wir wären viel ärmer. Ja, Schwefel im Wein wird meiner Meinung nach schon manchmal ein bisschen in die falsche Ecke gedrängt. Denn es handelt sich ja um SO2, freie schwefelige Säure. Und wenn die Winzer diese Minimengen, die sie überhaupt nur hernehmen, weil sie sind ja ganz stolz, wenn sie keine Unterstützung brauchen, aber wenn sie diese Minimengen auch wegließen, ist es immer noch ein Nebenprodukt, das in der Gärung entsteht. Und ich denke, wir sollten das aus der Ecke herausholen, dass man so sehr verteufelt, wenn wir, und das können wir zum Glück, zum Beispiel Weine von 1921 trinken, das war ein grandioses Jahr in Deutschland und zum Glück kann man diese Weine noch bekommen. Wenn sich diese Weine so fantastisch halten, dann denke ich, sollten wir einfach mehr Vertrauen in unsere Winzer haben. Die wissen dann schon, in welchem Umfang und in welcher Zugabe sie mit Schwefel umgehen. Grundsätzlich muss es sein, dass SO2 dabei ist, wenn ich Weine haben möchte, wie ich es derzeit gewohnt bin. Wenn ich also Weine haben, die auch nach dem Öffnen noch Stunden entsprechend frisch bleiben, ihre ganze Aromatik zeigen, die nicht verändert wird, wenn ich darauf Wert lege, dann brauche ich dieses Konservierungsmittel Schwefel im Wein. In der Regel, in unserem heutigen Dunstkreis, Kulturkreis, Geschmackskreis, ist Schwefel unumgänglich. Schwefel im Wein muss sein. Zum einen ist Schwefel ein Nebenprodukt der Gärung. Also das heißt, Schwefel ist im Wein von vornherein schon mal vorhanden. Schwefel im Wein muss sein, wenn man Wein haben möchte, wie wir ihn heute gewohnt sind zu trinken. Und wenn Schwefel im Wein gar nicht vorhanden ist, dann stirbt der Wein im Glas, während du ihn trinkst. Das heißt, man macht die Flasche auf und noch während man trinkt, die ersten 2 oder 1,5 Gläser gehen noch und dann ist Schluss. Do you or anyone you know think that you get headaches from sulfites in wine? Headaches do not come from sulfites. Dehydration in particular are the main culprits. So often we're dehydrated and we drink a lot of dehydrating beverages. So wine in particular also is dehydrating. So the amount of water we consume makes a big difference. Or sulfites have been used since Roman times. They're used as a preservative with many, many foods and have been for a long, long time. Sulfur dioxide or sulfites are added to all kinds of food products that we use every day. Baked goods, condiments, junk food, fish and shellfish, jams and jellies, salad dressings, processed meats, prescription drugs, cheeses, and there's probably lots more. Das Bestreben jedes Winzers ist es, so wenig wie möglich Schwefel zu verwenden, aber es ist einfach notwendig, um zu konservieren den Wein
Und es gibt ja auch zum Beispiel Weine, die mit ganz wenig Schwefel auskommen, auch auf der Maische gegoren werden, das sind dann Orange Wines. Also man sieht das vergleichbar einem Apfel, wenn Sie einen Apfel anschneiden, wird er sich auch braun verfärben. Und genau denselben Effekt hätte man auch beim Wein. Und das deshalb ist der Schwefel da. Schwefel im Wein ist natürlich ein Antioxidant in der Wein und ist natürlich ein Produkt, das man nutzt. Das ist immer ein bisschen ein Tabuthema, weil sobald man von Schwefel spricht, hat man das Gefühl, dass man von Pharmaindustrie spricht. Aber der Schwefel wird benutzt in mehreren Etappen der Weinbau. Das ist im Weinberg oder für die Desinfektion der Fässer, dass eben Bakterien nicht ihre eigenen Leben da machen können und der Wein dadurch vermasseln. Und auch natürlich als Antioxidant am Ende in der Flasche. Und das ist ein Produkt, das schwer darauf zu verzichten ist. Das ist der Schwefel seit ein paar hundert Jahren mittlerweile die einzige wirksame, langfristige Lösung, die man gefunden hat. Das Sulfid ist für uns in der Weinherstellung sehr wichtig. Wir können damit die Weine haltbar machen. Und Sulfid ist halt für die Haltbarmachung des Weines ein wichtiger Stoff, gerade noch mehr in der Weißweinherstellung, weil diese Weine altern sehr schnell. Sulfid finden Sie auch in Trockenfrüchten und beim Bäcker im Apfelkuchen, also die hellen Äpfel werden sonst braun. Es ist ein ganz wichtiger Stoff in der Lebensmittelherstellung. Also Schwefel ist natürlich eines der ältesten Mittel, die im Weinbau oder in der Vinifikation eingesetzt werden. Und ganz wichtig, um den Wein auch haltbar zu machen. Wobei Schwefel sicher eines der natürlichsten Mittel auch ist. Ich glaube, dass dieser Einsatz, den wir momentan haben, ein ziemlich idealer ist. Weil Schwefel muss ja in den Wein rein, sonst ist ja die Oxidativität sehr stark und dann wird er ja braun, der Wein. Also wir machen wirklich, das kann ich auch wirklich sagen, es gibt ja Grenzwerte im Wein, die halten wir ein. Wir gehen auch ein bisschen weiter runter, auch von der Grenzwerte her, dass halt der Wein auch sehr bekömmlich ist. Aber ohne Sulfide im Wein geht es leider überhaupt nicht. Wir selber haben im konventionellen Bereich, tun wir natürlich alles, um die Natur nachhaltig auch zu pflegen, weil es ist ja unser Hab und Gut. Unsere Sulfide im Wein schaden überhaupt nicht den Organismus im Körper. Sein. Der Schwefel ist ein ganz wichtiger Baustein unseres Körpers. 160 Gramm reinen Schwefel hat unser Körper ungefähr. Wir brauchen auch wirklich eine hohe Dosis pro Tag, damit unser Körper gut funktioniert. Und in einem Liter normalen Wein, den Sie trinken, ist weniger Schwefel drin als zum Beispiel in einem Teller Lauchsuppe oder einem Brokkoliauflauf. Schwefel ist in so vielen Lebensmitteln drin. Und wie gesagt, das ist gut so, weil wir den auch brauchen. Deswegen kann es nicht sein, dass der Schwefel im Wein Ihnen nicht gut bekommt. Wir sind Bio-Weingut, wir sind bei Naturland. Das heißt, wir verwenden keine Unkrautspritzmittel oder so und keine Insektizide. Und im Keller wird ein bisschen aufgeschwefelt, natürlich. Wir schwefeln unsere Weine auch. Die genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, müsste ich nachgucken. Sulfites in your wine is natural. All wines have sulfites. It's the yeast fermentation process. Sulfites do not cause headaches. If you think that your wine is causing your headaches, try eat salad. Also contains more sulfite than a glass of wine. So sit down, have a salad, and have a glass of wine. Sulfite sind ja schon immer im Wein. Also es ist ja nichts Neues. Ja? Die Kennzeichnungspflicht ist nur neu. Das ist das Einzige, wo der Unterschied liegt zu der Weinherstellung von früher. Es ist halt jetzt wieder, da es ja oft zurück zu den Wurzeln geht, wieder ein Thema, aber es wird auch wieder vorbeigehen. Ja. Nichts geht, meine ich, auf Dauer ohne Schwefel. Irgendwie muss ja ein vergorener Traubensaft, sprich Wein, konserviert werden. Das geht entweder mit viel Säure, viel Alkohol oder eben über Schwefel. Was noch nicht erforscht ist, das heißt noch nicht sicher, wofür man ja in der deutschen Bundesregierung viel Geld ausgegeben hat, das kann man noch nicht verwenden. Also muss man immer noch auf die alte bewährte Tradition zurückgreifen und das sind einfach Sulfide, sprich Schwefel, um Wein haltbar zu machen für einen Rahmen einer gewissen Zeit, wo man sich das wünscht. Ohne geht gar nichts. Die Weinwirtschaft, Verbraucherschütze oder Verbraucherschutzverbände oder auch Schwefelgegner, die sollte endlich mal einsehen, dass es für den Schwefel keinen Ersatz gibt. Wenn man da Ersatzstoffe finden wollte, es wird immer wieder geforscht, das würde wieder Chemie bedeuten und das wollen wir nicht. Es will weder der Verbraucher noch der Winzer wollen das, als Chemie einsetzen. Und Schwefel macht seine eigene Chemie im Wein. Und das ist das Phänomenale am Schwefel.
Alle Fachexperten wissen um die Notwendigkeit des Schwefels im Wein. Es ist daher total unverständlich, dass der Schwefel in der bedeutendsten Verbraucher- und Weinliteratur so gut wie keine Erwähnung findet. Der Profi Willi Reisinger resümiert: Weingenießer sollten, um genau zu erfahren, ob ihr Wein ausreichend freien Schwefel hat, ihren Weinverkäufer, Winzer oder Sommelier befragen und um ausführliche Informationen bitten. Auch Medien- und Verbraucherschutzverbände behandeln dieses Thema unverständlicherweise noch immer kontrovers. Willi Reisinger wird daher in seinem zweiten Buch demnächst das Thema nochmals aufgreifen, um dem Verbraucher mehr Klarheit zu verschaffen, damit endlich eine realistische Beurteilung möglich wird.